Hallo Leute, wir sind zurück zu einer neuen Folge Java Tutorials. Heute fängt's an. Also jetzt meine ich, heute fängt's wirklich an. Wenn ihr die letzte Folge überstanden habt. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ihr seht, es weicht ziemlich ab von Notepad. Ich denke, man sieht es. Ja, es wurde halt, dieses Programm wurde extra konzipiert, um fortgeschritten, sage ich mal, Java Anwendungen zu programmieren. Vorteile dieses Programms werden halt im Laufe der Folge heute gezeigt. So. Ach ja, übrigens, was ich vergessen habe zu sagen in der letzten Folge. Mich würde mal interessieren, wie ihr mich mit dem neuen Mikro hört. Ich habe hier ein neues Mic. Und ob ich nicht zu laut rede, zu leise. Ob man dieses nicht zu laut hört und so weiteres. Würde mich interessieren. So. Ihr habt also hier nichts normalerweise. Ihr geht auf File, New, Java Project. Wir machen unser erstes Projekt. Ja, mit der Programmiersprache Java. Klickt ihr drauf. Project Name, einen Namen für unser Projekt. Ja, wie nennen wir das wohl? Tutorials. Natürlich Staffel 2. Ja, ich denke, das passt. Using Execution Environment JDE Java SE 1.6. Das machen wir erstmal, weil auf normalen Computern, die noch kein SE 1.7 haben, das heißt, wir können, wenn wir unsere Entwicklung dann, unser Programm dann verteilen möchten, nach zu Freunden, um denen zu zeigen, was wir geschafft haben und so weiter, könnten es, verdammt, wie sagt denn das? Könnten sie es nicht ausführen, weil sie halt kein 1.7 haben. Wir nehmen also 1.6. Ja. Das lassen wir so, das lassen wir auch so. Next. Und da sind wir schon zu weit. Finish. Okay. Wir haben unser Projekt. Aber hier ist kein Blatt Papier, wo wir schreiben können, sage ich mal, ne? Blatt Papier. Keine Seite, wo wir schreiben können. Deswegen machen wir mit dank dem kleinen Pfeil dieses Folder auf. Gehen auf Source. SRC steht für Source. New Class. Wir machen jetzt eine neue Klasse. Und damit meine ich eine neue Klasse. Und Java, alles was wir codieren werden, muss unbedingt. Es gibt kein Wenn und Aber, es muss alles, was wir schreiben, in einer Klasse enthalten sein. Ja, Name. Seien wir mal. Nee, mir fällt gerade kein guter Name an. Ich guck mal eben kurz neben mir. Ach, okay. Ja, dann nehmen wir das mal nach Milka. Weil gerade eine Milka-Schokolade neben mir ist. Ja, seid sicher, dass die Klasse befindet sich im richtigen Projekt. Package brauchen wir noch kein. Superclass, Java Lang Objects, ja. Und wir wollen erstmal gar nichts. Wir machen Finish. Und
Hallo. Hier haben wir schon unsere Klasse Milka. Hier hat Eclipse für uns auch schon vorgeneriert. Er schrieb Public Class Milka. Speichern es eben ab. Okay. Erklärung. Wir haben eine neue Seite, wo steht Public Class Milka. Ich hoffe, soweit wart ihr das schon. Und das bedeutet, ich glaube, ich erkläre es ein andermal, das ist noch ein bisschen schwer. Also Grundgerüst ist erstmal das hier. Ich glaube, wir machen das Public auch mal weg, denn das brauchen wir noch nicht. Class Milka. Milka, das ist eine Klasse. Ja, reicht erstmal zum Programmieren. Ja, jetzt haben wir das Problem. Das Programm weiß noch nicht, wo wir starten sollen. Deswegen werden wir sowas wie eine sogenannte Main-Methode starten. Main, so, steht eigentlich für, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht wieder ein. Wieder nicht ein. Für Haupt, genau, Hauptmethode. Und diese wird beim Start des Programms aufgerufen. Main. Okay. Main reicht aber nicht. Wir müssen es mit ein paar Attributen qualifizieren, wie zum Beispiel Public, Static, Void und Main. Das ist der Methodenname. Public ist dafür, dass das Programm darauf einfach zugreifen darf. Static ist, ja, ein bisschen schwieriger. Er darf darauf zugreifen, ohne vorher diese Klasse kreiert zu haben. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Void, bedeutet das, dass diese Methode keinen Rückgabewert haben wird. Später werden wir Methoden haben, die einen Rückgabewert haben. Und diese zwei Klammern nach dem Wort heißen, es ist eine Methode. Ja. Und in diesen Klammern geben wir jetzt ein paar Parameter ein. Und zwar einen schönen String mit Klammern und Args. Das erkläre ich ein andermal. Und dann machen wir hier eine so, auch so eine Klammer, geschweifte Klammer nennt man das, glaube ich. Einmal Enter drücken und dann haben wir hier die geschweifte Klammer, die zugeht. Soweit hättet ihr, glaube ich, verstanden, dass ein Block mit einer Klammer, mit einer sich öffnenden Klammer anfängt und mit einer schließenden ja, halt fertig ist. Das heißt, die Methode main fängt hier an und hört hier auf. Alles, was hier drin ist, gehört zur Methode main. Und sowas nennt man einen Block. Das alles hier nennt man einen Block. Das wäre der Main Block, aber auch die Main-Methode. Wir fangen also mit dem Programm in der Main-Methode an. Was wollen wir hier machen? Wir werden ganz einfach mal auf der Konsole einen Text schreiben. Und zwar ganz kitschig. Oh, Entschuldigung, da muss ich kurz aufstoßen. Ich hoffe, man hat es nicht so gehört. Ganz kitschig schreiben wir mal Hallo YouTube. Hallo YouTube. Wie? Syntax Error? Da ist wohl ein Fehler. Was ist passiert? Keine Ahnung. Und zwar ganz einfach kann man
so keinen Text ausgeben. Es gibt eine Methode, die Java in Java schon integriert ist, um Text auszugeben zur Konsole. Und die heißt ganz einfach System. Von der Klasse System, so wie wir eine Klasse Milka haben, System. Punkt. Was willst du denn jetzt? Dot out dot printline. Und ich glaube, ich weiß, was mir das Fenster gerade sagen wollte. Und mit dieser Methode können wir einen Text hier ausgeben. Und zwar System, also die Klasse System, ein Out, das ist ein sogenannter Outstream, ein Stream, der nach außen geht. Und Printline, damit schreiben wir einfach eine ganze Zeile. Das heißt, sobald wir es geschrieben haben, geht das Programm automatisch zur nächsten Zeile. Und hier schreiben wir in Klammern, hallo, YouTube. Ja, speichern wir das kurz. Hier haben wir immer noch einen Fehler, und zwar der Punkt-Komma-Fehler. Das bedeutet, wir müssen nach jeder Anweisung ein Punkt-Komma hin tun. Das ist wichtig. Jede fertige Anweisung wird mit einem Punkt-Strich, Punkt-Komma, keine Ahnung, wie man das nennt, Semikolon, Dankeschön. Mit einem Semikolon wird eine Anweisung abgeschlossen. Dabei ist das Programm nämlich, ich nenne es glaube ich jetzt mal Compiler, ich glaube ihr wisst, was jetzt Compiler heißt, weiß der Compiler, dass diese Methode abgeschlossen ist. Und wir werden dieses Programm mal benutzen. Ich drücke hier auf Speichern. Und hier gibt es einen kleinen Play-Button. Hier steht auch drauf Run. Und damit starten wir das Ganze. Bevor wir starten, nehmen wir hier nochmal kurz das Programm unter die Lupe. Wir haben eine Klasse Milka mit einer Main-Methode, also einer Hauptmethode, direkt beim Start aufgerufen wird. Das bedeutet, was in dieser Methode steht, wird sofort als zuerst, also als erstes und zuerst ausgeführt. Starten wir es. Und wir sehen unten an der Konsole, hallo YouTube. Ole, wir haben es geschafft. Ja, das war's zu dem Ausgeben eines Texts und zum kurzen Grundgerüst eines Programms. Dazu noch, sobald er den Block hier verlässt, also den Hauptblock, hat er keine Anweisungen mehr. Und zwar hat er keine Anweisung mehr. Was wollte ich denn gerade sagen? Ja, mein Kopf ist gerade total leer. Das passt natürlich gut für ein Tutorial. Ja, er hat keine Anweisung mehr. Er ist hier fertig. Er sagt, verdammt, was soll ich jetzt tun? Ja, das Programm geht einfach aus. Denn es weiß, wir sind am Ende. Und dieses Ausgehen des Programms kann man noch manuell machen. Und zwar mit der Klasse System.exit. System.exit bringt das Programm sofort zum Enden. Und hier muss man in der, also Exit ist eine Methode, genauso wie Printline ist auch eine Methode, weil hier die Klammern sind.
Und Exit fordert uns auf, irgendwas einzugeben. Und zwar eine Zahl zwischen 0 und 1. Und da müsst ihr euch keine Sorgen machen, also wirklich nicht. Es ist ganz egal, welche Nummer ihr benutzt. Es ist eine, wie nennt man das? Eine Convention in Englisch, eine Konvention, eine. Ja, das weiß ich gerade nicht, das sage ich beim nächsten Mal. Es wurde angewandt für Programmierer, wenn man das Programm beendet, wenn es ohne Fehler beendet wurde, eine Null hinzutun, oder wenn ein Fehler irgendwas auslöst, dass man dieses Programm mit der 1 halt ausmacht. Hier können wir beruhigt mit der 0 aus dem Programm herausgehen. Macht es nochmal, speichern. Es ändert absolut nichts. So viel dann zum Grundgerüst, also Klasse Grundgerüst, Ausgeben einer Zeile und ja, das Programm enden. Das war schon recht viel. Also das ist recht wichtig. Also das ist ja halt das die wirklichen Basics von den Basics. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Like geben. Wenn ihr noch mehr wollt, könnt ihr abonnieren. Es werden noch sehr viele kommen. Wenn ihr genau sehen wollt, was kommen wird, ich habe ein Video gemacht, das war irgendwie. Ja, ich würde es einfach hier unten verlinken, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr dann sehen, was ich vorhabe. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.